Damit herzlich willkommen wieder in Satisfactory. Aber ich merke gerade, irgendwie ist kein Ton. Zumindest wird mir auf OBS nichts angezeigt. Warum? Klingt komisch, ist aber so. Aber wieso? Es gab wieder mein Update. Aber ich habe das eingestellt. Das Mikrofon geht hier auch. Nur das andere nicht. Schlimm, schlimm, schlimm. Ah, komischerweise. Moment, das teste ich jetzt nochmal. Nein. Komisch. Moment. Wenn ich das einstelle, was ich sonst immer hatte, geht's nicht. Ein wunderschönen Hallo. Moment, 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 Moment. Jetzt ging's doch gerade, jetzt geht's wieder nicht. Was soll denn das verstehen? So, jetzt die Frage an den Chat: Könnt ihr was hören? Ein wunderschönen Nightfire. So, jetzt habe ich erstmal umgeschalten. So, könnt ihr Musik hören? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt komplett ganz was anderes eingestellt als sonst. Das geht. Was ich sonst gemacht habe, geht gar nicht. Also, naja. Scheiß Technik. Gut, wenn das funktioniert, soll es mir recht sein. So, wir sind wieder auf der Plom-Map von Copia TV. Ja, und da habe ich schon ein bisschen hier Ordnung geschaffen. Dahinter zu. Hier hinter zu. Noch Kleinigkeiten natürlich, aber sage ich mal so, hier die Bänder, das läuft schon mal. Jetzt wollte ich eigentlich in diese Richtung weiter. Und dann müsste ich nämlich hier, genau, hier weitermachen. Ist ja gut, ich habe noch einen Blueprint gemacht. Jetzt würde ich wahrscheinlich ewig brauchen. So. Ja, gut. Scheint zu gehen. Achso, gut. Ja, ist ein bisschen zeitverzögert. Ja. Was soll's? Die Live-Verbindung wird mir als instabil angezeigt. Vielleicht bessert sie es ja noch. Das hier wieder weg. Das kann weg. Das natürlich. Und Strom. So. Guten Morgen, Beppo. Einen wunderschönen. Hier muss ich dann mal noch den Strom noch dann so verlegen, dass es dann auch weniger sichtbar wird. Aber du musst erst mal schauen. Okay, das sah vorher anders aus. Ne? Haben wir wieder das typische Anzeige-Dingsbummens-Fehler-Ding. Nein, normalerweise hängen die ja durch, ne? Aber die müssen jetzt Pfui, Teufel ist die hässlich. Schnucki, einen wunderschönen guten Morgen. Na Leute, wie geht's euch bei diesem Mistwetter da draußen? Sonnenschein satt. Ich hab ihn satt.
Nee, wir haben gestern ein Kollege Solar Platten aufs Dach gemacht und ja, und das in der prallen Sonne. Das ist nicht gerade erquickend. Nicht für mich zumindest. Aber okay. Ups. Haben wir uns dann gleich noch verdrückt. Eieiei, Architekt. Wunderbar geht's mir bei dem Wetter. Ich habe Nachtschicht. Also jetzt ist es noch angenehm dran. Es ist noch angenehm kühl. Die Nacht war ziemlich kühl. Ziemlich kalt. Die Temperaturen sind jetzt auch noch schön, aber ich denke mal so auf Mittag rum wird es dann schon wieder für mich unerträglich. Uiuiuiui. Strom könnten wir ja hier auch noch machen. Ne? So. Und das muss noch weg. Haben wir sonst noch was vergessen? Naja. Ja, da hinten habe ich noch ein bisschen gebastelt. Das ist noch nicht. Also die Außenhülle ist eigentlich fertig, aber drin noch ein bisschen hin und her. Ja. Mal gucken, ob dann der Container wieder voll ist. Dann müsste ich mal wieder vor und den Weltraumlift füttern. Einmal habe ich das gemacht, einmal hat Bebo abgeholt und was reingeschmissen in den Lift, aber ich denke oder befürchte fast, dass dann schon die zwei Container voll sind. Ja. So. Komme nachher vorbei und hole wieder welche. Oder so. Bebo, das ist natürlich auch sehr fein. Sehr kollegial, Chef. Aber es interessiert mich trotzdem, wie viel ich von schon drin habe mittlerweile. Da wurde es noch gar nicht so lange her, ne, wo du geholt hattest, Bebo. Hm, nochmal das noch beenden. Da, na, da. Ah, das ist wieder dieser bescheuerte Bug. Manchmal geht's. Ah, war klar. Nervt. Ja. Jetzt geht's wieder. Ich glaube vorgestern, ja. Na gut, dann dürfte es wahrscheinlich noch gar nicht so viel wieder gefüllt haben. Schauen wir mal. Oh, fast voll. Aber ich habe selber voll. Aber ich könnte ja schreddern. Füße, genau. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Wegen die 9 Stück. Das auch nicht. Hier könnte ich ja mal DNA-Kapseln machen, ne? Und den Schredder schmeißen. Muss einfach nur auf Leerlast drücken, dann geht's wieder. Ach so. Na, ich weiß nicht, ob das auch. Na gut, werde ich das nächste Mal probieren. Nightfire. Ich habe schon zu vieles gedrückt, das ging nicht. Wahrscheinlich habe ich nicht in der richtigen Frequenz gedrückt. So, das behalte ich. Das könnte ich. Wegen den 6 Stück, ne? Das brauche ich eigentlich auch nicht. Die könnte ich noch basteln.
Ja, haben wir auch nicht. Produktion. Ach Quatsch. Das war doch hier, ne? Auch nicht? Hä? Ach, da haben wir das noch gar nicht geforscht. Oder habe ich einfach nur. Bin ich betriebsblind? Ach, hier. Betriebsblind. Einfach nur betriebsblind. So. Dann schmeißen wir die rein und geht's wieder ein paar Tickets. Braucht zwar keine, aber was soll's. Gleich fertig. Das weg. Dann schmeißt man die rein. Kicken wir mal. Hey, guck da. Guten Morgen, der Kellner. Einen wunderschönen wünsche ich. Das war's schon. Aber wir haben wieder ein paar Coupons dazu. Kannst du was Hübsches leisten dafür, Bebu? So, endlich auch mal und er erwischt. Vielen, vielen Dank für deinen Follow, der Kellner. Gut. Also, Bebu, du siehst, ne? Hier oben ist voll und unten ist fast voll. Du, ne? Du kannst gerne holen. Ja, Chef, ich komme. Ich nix, Chef. So, dann sind wir hier wieder. Ist ja deine Map, Bebu, nicht meine. Also du, Chef. Ausbilder Schmidt, jawohl. Moin, ihr Löschen. Da noch weg. Und da noch weg. So, jetzt war ich da vorne. Ne? Hätte man mal kurz gucken können. Naja, gut. Dann kommen wir nochmal hin. Dann kann ich das wegmachen. I will always be.
Ja, dann haben wir es doch. Nein! Na gut, das meiste habe ich schon hinter mir. Jetzt haben sie schon so viel über Update gesagt, ne? Update 8, was da kommt. Und so. Aber nicht einmal haben sie erwähnt. Eine Cockpit-Ansicht für den Zug. Das wäre so schön. Das würde ich mir so schön. Das würde ich mir so wünschen. Cockpit-Ansicht für den Zug. Das kann doch nicht so schwer sein. Zack. Ich auch langsam mal ein bisschen hier verkürzen. Ich muss den Mist hier hinten. Hallo? Warum willst du nicht? Willst du mich verarschen? Oder stimmt was auf dem Server nicht? Nein, 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 nein. Wieso kann ich denn hier? Geht doch. Andersrum nicht. Hm. So, das sollte jetzt nicht funktionieren. Warum? Achso, ja. Muss ich das noch anschließen? Ist ja richtig. Wir haben einmal kurz zu schämen, beim Fliegen sind. Dann gucken wir noch mal kurz hier hin. So, ich habe ja hier mittlerweile alles mit diesen Asphalt-Dingens gemacht. Hab hier das Zeug
noch fertiggestellt. Hier haben wir was zu viel. Okay. Jetzt bin ich aber ein wenig verwundert. Denn ich hatte die schon alle umgefärbt. Und jetzt ist auf einmal wieder andere Farbe. Schon wieder. Ah, da ist der Beppo. Und holt ab. So, dann haben wir hier unten das noch verkleidet. Schornstein aus Ausgänge. Was machst du hier noch? Ach so, den hatte ich zum Schwellen. Brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. No. Ne? Schornstein Ausgänge für die Raffinerien. Nicht gereicht und so weiter, macht ja nichts. Dann machen wir das halt einfach ein bisschen länger. So, hier eingefärbt, muss ich auch wieder umfärben, den Boden geändert, Wände drumrum, noch ein paar Pseudostützen und das war es dann mehr oder weniger auch. Und das hatte ich eigentlich auch schon weggelöscht. Denn das ist ja nicht mal übertaktet, nein. Da. Die Rohre müsste ich noch färben, entsprechend der Flüssigkeiten, was da drin sind, und noch, keine Ahnung, ein bisschen hier, ein bisschen da noch. Wieso ist das? Das habe ich doch. Aber was ist denn los? Macht sich das Spiel selbstständig zwischendrin immer mal? Müssen wir noch. Peter, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Und dann und zum ersten Mal gechattet. Dankeschön. Ja. Will man nicht? Doch. Ja. Container sind wieder leer. Okay. Hast du so viel Platz gehabt? Dann dürfte ja auch gar nicht mehr viel fehlen, ne? Bis zu den 4000. Habe ich unten eventuell was vergessen? Ne, das ist zu. Da habe ich auch schon ein bisschen aufgeräumt. Edge. Habe ich auch ein bisschen aufgeräumt. Das hier muss ich natürlich noch machen. Das ist erstmal nur der Überlauf, dass das halt weitergeht hier. Oder Produktion. Dann der ganze Stromgewirr muss dann noch in Ordnung gebracht werden. Das braucht halt Zeit. Ne? Wie gesagt, Produktion ist schnell hingestellt, aber Schönbau braucht Zeit. So, dann habe ich ja auch die Kohlesache habe ich umgelegt. Ne? Die ging ja früher hier quer durch. In der Ebene, Logistikebene quer durch. Das habe ich jetzt alles ein bisschen schöner schon gemacht. Das muss noch schön werden. Das hier muss noch schön werden. Und ja. Kupfererz, Eisenerz da hinten. Ich denke, das werde ich dann mit dem Eisenerz werde ich dann von hier holen. Ja, das sind zwar unreine, aber die kann ich ja übertakten. So weit, wie ich dann halt brauche. Dass ich das von da hinten habe, dann kenne ich nämlich die Bauxitsache, die Katerium-Erz, die Eisenerz und Kupfererz dann zusammenfassen und eine schöne
logistischen Bereich hier schaffen und nicht, dass irgendwas, dass alles aus jeder Richtung irgendwie kommt. Das würde ich gerne ein bisschen schöner gestalten wollen. Aber ich bin ja da hinten noch beschäftigt. Ja, dann halt nochmal von hier. Ansicht von hier hinten. Echt mega deine Bauart. Ja, Dankeschön. Und ja, aber mein Problem ist, ich habe halt so viele Ideen. Ne? Das ist. Ah, gucke da oben. Da stimmt was nicht. Sehe ich gerade. Hier, die Reihenfolge passt nicht. Da sind wir mal verrutscht. Komm, geh weg. Das muss schon ordentlich werden. So, Moment. Was hätte ich eigentlich lassen können? Na, gehst du her? Ja, geht doch. Kätzchen, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Auch dir. Auch das erste Mal gechattet. Vielen Dank. So, ich bin noch ein bisschen angekratzt von gestern, vom Feiern. Mhm. Nein, da nicht. Da machen wir. Mein Hartra, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gefeiert. Es gibt immer einen Grund zum Feiern. Nee, wir haben gefeiert, weil ja gestern habe ich meinem Kollege, meinem besten Kumpel geholfen mit bei der Installation von Solaranlage. Und dann haben wir gestern noch schön gegrillt. Mit Familie und so weiter. Ja. Und das hat ein wenig Spuren hinterlassen. So, wie ich das hier mit dem mit den Zugängen dann noch mache, weiß ich nicht. Mache ich das mit Gehwegen oder mache ich das komplett ganz anders? Ich weiß es noch nicht. So, au. Gucken wir uns das von vorne nochmal an. Ja. Immer mal die Sachen aus der Ferne betrachten, wie das wirkt. Ne? Aus der Nähe ist immer ein ganz anderer Eindruck als von weiter weg. Ja. Da sieht man die Proportionen halt besser. Ne? Das kommt ja auch noch weg. Da unten. Das Kalksteinzeug, das ist ja nur, damit ich Beton habe und so weiter. Dann kommt das noch weg, dann wird das wie hier drüben. Dann muss ich halt hier noch Kohlekraft noch ein bisschen basteln, hier noch ein bisschen basteln. Also es ist eigentlich ein kleines Gebiet, ne? Aber ja, es macht halt trotzdem ein bisschen Arbeit. Das haben wir ja nur noch bis hierher, dann wäre hier hinten die Ecke fast fertig. Ich müsste nur noch beim Schwefel den Miner noch ein bisschen vertüdeln. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ob ich den auch einhause, wie ich es hinten gemacht habe beim Rohquarz. Oder ob ich das dann anders mache. Das entscheide ich dann spontan. Ja. Ansonsten die Hülle ist fertig, innen halt noch ein paar. Also es war es hier und da. Die Zugänge zu den Ebenen muss ich halt noch irgendwie basteln. Wie gesagt, da bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das mache. Mache ich das vielleicht mit Treppenstufen? Mache ich das mit Laufbändern? Mal gucken. Du hast gestern eine Lieblingsfarbe gehabt. Meine Lieblingsfarbe. Ich hatte gestern. Hä? Ach so. Da heißt gestern. Was gestern hatte ich? Gestern? Guten Morgen, Karaleia, keine Ahnung, wie ich es richtig ausspreche. Darfst mich gern berichtigen. Ja, da müssen wir hier und da müssen wir halt noch mal ein bisschen Händchen anlegen, ne? Aber ich hätte halt gern erstmal dann. Beim Feiern. Ach so, die Farbe blau.
Naja, blau war ich nicht. Blau war ich nicht, aber es ging relativ lang. Die Farbe blau, Lul. Vielen, vielen Dank für deine Bits, Schnuggi. Meine Herren, schon wieder Schnuggi. Nicht so viel Geld ausgeben. Für so einen alten Sack. So. Ich bin schon froh, wenn ich heute hier die Strecke mit dem Zeug hier fertig habe. Bis davor, dann hätte ich schon ein Ziel erreicht, was ich gerne hätte. Ja, ich bin genügsam. So, meine Lieben, ich rück ab, muss auch noch arbeiten. Hau rein, wir sehen uns. Vielen, vielen Dank, Kellner, dass du da warst. Viel Spaß beim Arbeiten, lass dich nicht ärgern. Ja. Und ja, bis demnächst. Entweder bei dir oder bei mir. So, nochmal hier. Nee. Ich möchte da wieder Standard. Da weg. Genau. Blaupause. Gestern gab es ja mal noch eine Map-Vorstellung von der Karte von mir. Eventuell, wenn der eine oder andere das vielleicht gerne hätte, können wir ja dann nochmal auf eine von den zwei Karten mal hingucken. Ich glaube, ich brauche dann zwischendurch sowieso mal eine Abwechslung, mal ein anderes Bild, eine andere Ecke. Andere Location, so. Anderes Lokal. Beziehungsweise kam gestern über Discord noch eine Anfrage, wie ich denn was gebaut habe, und das wäre, denke ich, einfacher auf der anderen Karte zu zeigen als hier, weil mir die Materialien fehlen, beziehungsweise könnte ich das dann an den Orten, wo ich das so gemacht habe, nochmal zeigen. Weil erklären im Chat ist halt immer ein bisschen schwierig bei solchen Sachen. Ne? Erklären ist das eine, sehen ist dann halt doch besser. So. Ja, der alte Sack baut aber gut, und für das hast auch eine kleine Belohnung verdient. Na, vielen Dank. Du schämst mich. Hab ich ganz schön violett. Zack, zack. Da, da und da. Schon irgendwas vergessen zu löschen? Nee, ne? Hab ich nicht. Achso, gut, Beppe hat noch nicht reingeschmissen in Weltraumlift. Würde mich schon mal interessieren, wie viel noch fehlt. Erstmal Frühstück. Gut, das machst du richtig. Das habe ich schon hinter mir. Nächster. Ja. So viel ist es nicht mehr. Das könnte schwierig werden mit Blaupause jetzt. Na, gucken wir mal. Vielleicht geht es doch noch gerade so.
Aber ich habe bestimmt Glück. Und es geht nicht, genau. Oder? Doch, gerade, aber wirklich. Letzten Millimeter. Heute mal Weißwurst mit Brezeln. Ui. Typisch italienisches Essen. Doch geht. Ah ja. Ah, guck. Ja, mit Leertaste drücken geht. Funktioniert. Das ist ein blöder Bug. Dass man dann ins Unendliche schwebt fast. Zwar nicht ins Unendliche, aber man kommt halt nicht mehr runter. So. Fast geschafft. Das wird hier natürlich nichts. Dann müssen wir es wieder händisch machen. Ei, gucke. Ach so, händisch. Das wird hier wieder nicht so richtig, ne? Eieiei. Müssen wir mal gut schätzen. Ist natürlich blöd jetzt an der Stelle. Jetzt müsste ein bisschen rausgucken noch. Es gefällt mir nicht. Da guckt zwar wahrscheinlich nie wieder einer hin. War zu weit, ne? Ja, das ist zu weit. Nochmal. Wieder zu weit. Besser. Das noch. Das ist gerade so. Nee, noch weiter ran. Ja. Ja. Band löschen und bis dahin ziehen. Geht das nicht? Nee. Weil dann ist es trotzdem wieder nur auf dem, wo es dann so hin und her eiert. Ja, und dann wäre das ja auch ein bisschen höher als da unten. Dann würde das Band wieder einen Knick machen. Ja, und der Monk. Naja, Monk halt, ne? Ups, zu weit gehübbelt. So, hey, habe ich doch auf Taste liegen. Ja. So, das ist das eine. Dann mache ich das oben noch ran. Halt, da brauchen wir. Da.
Standort. Weg damit. Her damit. Hin. Dahin. Like a shadow dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? So, der Ordnung halber. Ah, da wird es ja mit den. Na, dann machen wir das ganz anders. So. Und da haben wir's. Da hinten, ne, eigentlich nicht zu erkennen. Egal. So, hinten raus. Weglöschen, was nicht hingehört. Ja, hier. Und dann geht's hier weiter. Hören wir's wieder einfach. Einfach hätten wir's, wenn wir Strom haben. Da haben wir Strom dann wirklich. Gleich zu Haus. Da, da, weg. Blau, dieses. Da. Hin. 793 fehlen noch. Mhm. Woher weißt du das, wie viele das sind? Na gut, rechts oben, ja, jetzt sehe ich es auch. 793, da reicht ja ein Container, ne? Dann kann ich ja einen Container theoretisch wegmachen. Ich lasse es einfach, wie es ist, den Rest schredder ich dann. Da gibt es ein paar Punkte wieder. Ich lasse es einfach laufen. Das hört sich irgendwie seltsam an. Na? Ja. Da weg. Und da weg. So, noch einmal. Noch zweimal, dann haben wir es fertig. Also die eine Strecke zumindest. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you.
So, noch eins. Dann ist die Strecke fertig. Da, da noch. Oh, das hätte es gar nicht gebraucht da drin. Moment. Ströme schon mal bis dahin, dann muss ich das auch noch irgendwie mal schön machen. Weiß nur nicht, wie und wo. Das heben wir uns auf. Erstmal um was anderes kümmern, und zwar hier hinten. Das weg. Da müsste ich die Miner da hinten noch schön machen. Die zwei und da hinten den noch. Ich denke, die werde ich offen gestalten. Die werde ich nicht groß einhausen. Entweder gar nicht oder nur so ein little bit. Da hinten, den hatte ich gestern gemacht. Ne, vorgestern habe ich den angefangen. Oder was gestern? Ne, vorgestern. Ich weiß es nicht mehr. Ne, gestern war es nicht. So, den haben wir fertig gebastelt vorgestern. Und auch der war eingefärbt. Oder warte mal, das sieht nur so aus, ne? Jetzt war noch nicht. Doch, da ist er noch eingefärbt. Ja. Probe als Exempel. Ja. Es ist nur durch die Nacht, sieht das so komisch aus. Genau. Bisschen hin und her gebastelt. So. Hier habe ich ja auch Platz zum Einhausen. Hier ist ja nichts gewesen. Groß. Da hinten beim Schwefel, da sieht es wieder anders aus. Da haben wir Natur. Und da würde ich eventuell mal nicht so groß die Sache einhausen. Eventuell. Oder mit Klaus. Klaus wäre vielleicht eine Idee. Schneckchen. Jetzt nicht mehr. So, hier.
Was müsste ich noch? Hey, du Arsch. So. Wo ist Spinny? Da. Habe ich doch letztens erst eine. Ja, bleib doch halt mal stehen. So, was hast du da davon? Ja, da muss jedenfalls weg. Oder? Doch, da muss weg. Lass mal voll machen. Und dann weg. Das würde ich lassen. So, Fundamente. Hallo? Weit machen wir den. Das machen wir nicht so weit. Tja. Los. Was Schlichtes. Auf alle Fälle muss das noch hier. Mit Glas. Schauen wir mal, Wände. Das eventuell fürs Förderband. Ja. Jetzt mal kurz hier hin. Genau. So, was machen wir da hier?
könnte man ja eventuell das hier nutzen. Nee, das geht. Sieht das bescheiden aus. Wenn ich noch eine Plattform ranmache, komme ich aber hier viel zu weit aus, bestimmt. Architekt. Den dahin. Den dahin. Oh, das geht noch, das ist gut. Dann so. Dann kann ich das auch mit dem hier machen. So, Strom. Dann gucken wir mal, ob das geht. Ach, ich hab's doch hier. Das könnte gehen. Mal gucken, ob ich das hinkrieg. Ob es snappt. Ja. Oder da. Hier zwischendrin war nicht schlecht, ne? Dazwischendrin wäre nicht schlecht. Na, pass auf. Da müssen wir das einfach nur halben Meter nach hinten verschieben. Kommt das ein bisschen besser. Und dann mache ich entweder die Verbindung von hier nach da. Und dann nach da. Oder ich mache die dann von oben ans Dach und dann irgendwie runter. Mal gucken. Jetzt hätte ich ja zwei Möglichkeiten. Aber nach oben wäre vielleicht das Einfachste. Grüße, Jo Dennis.
War ja schlicht, ganz dolle schlicht und einfach. Aber wenn ich das mit dem Klausfenster mache, ne, ist es dann mit. Warte mal. So will er nicht snappen. Aber dann könnte ich theoretisch das hier oben. Hier rund, hier hin. Dann innen rund. Nee. Oder da müssen wir es nach. Ja, genau. Hinten runter. So. Und hinten runter. Das würde gehen. So, aber das Design. Gucken wir mal. Nicht unten. Das ist wirklich sehr schlicht. Das ist eine gute Idee, die mal einzupacken. Ja, muss man nicht, ne? Aber hin und wieder. Hin und wieder kann man das schon mal machen. So, Customizer, machen wir noch das in Schwarz hier. Wirkt das, denke ich mal, noch eleganter. Und ich habe dieses dämliche Geflimmer an der Seite nicht. Ja. Aber dann muss ich die. Na, entweder ich wandle das gleich komplett um. Gucken, wie das ausschaut. Und mache das auch gleich in Schwarz. Hallo. Warum will ich wollen? Nein, nicht geschlossen. Ja. Aber wieso kann ich die nicht einfärben? Warte. Moment. Anpassung bereits angewendet. Nee, habe ich nicht. Oder ist das bloß ein Anzeigebug? Das würde gehen. Dann ist es doch bestimmt ein Anzeigebug, ne? Obwohl, das kann ich färben und das nicht. Und das. Das geht auch. Hä? Moment. Muss ich an ein Fundament. Ja, gut, dann tun wir es mal hier. Kann die nicht einfärben. Echt jetzt? Im Multiplayer?
Oder wird es einfach bloß nicht angezeigt, dass es schwarz ist? Ah, guck, jetzt ist es schwarz. Alles klar. Gut, das dauert bloß ein Stück. Nehmen alles zurück. Na gut, dann müssen wir das halt auch nochmal machen. Dann muss ich die alle dann... So. Möchte ich kopieren? Nee, geht nicht. Dann hier, da, das. Ah, noch eine Schneck. Aber ich brauche sie nicht. Okay, das ist wirklich sehr schlicht. Kommt aber ganz gut, finde ich hier. Dann wäre die Frange. Kann ich nicht umwandeln, ne? Weil ich habe ja kein... Doch, ich habe... Wo habe ich denn das her? Ach, das habe ich mal mitgenommen, wo ich in der Base war. Alles klar. Noch ein bisschen vom Fußboden her ein bisschen in edel. Nur, warte mal, wenn ich das in der Farbe mache. Ja. In der Farbe, das denke ich, kommt ganz gut. Und dann. Customizer-Materialien. Da. Ja, da. Farben, schwarz. Zack, zack. 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 Das eventuell. Hier unten noch. Nochmal einmal in der Farbe und einmal in der. Ja, was sieht jetzt schöner? Ich denke, das Schwarz passt besser, oder? Hm. Ja, das Schwarz passt besser. Drin. Ja. Ja, vielleicht noch besser. Das vielleicht auch noch. Und da. Ich muss noch den Strom schön machen.
Gut. Strom, schön. Dann machen wir den auch weg. Das ist wieder zu tief. Ja. Also müssen wir dazwischen wieder. Das ist alles, gehen wir hin. Architekt. Betonsäule. Alles gut. Gefällt mir besser. Dann noch hier runter. Warum macht's nicht? Geht doch. Na? Ja. Läuft. Gut. Schlicht.
So, nur aber hier. Auf alle Fälle den. Ein bisschen weiter vor. Ja. So. Das ineinander klitschen lassen. Das auf eine Höhe bringen, weil es ja genau, ups, ein Meter, ne, es sind 2 Meter tiefer, ne, Meter tief, gut, ja. Ja. Nee. Nein. Würde mir so erstmal hier gefallen, aber das hier mit einbinden. Schwierig. Ach Mensch.
Wenn ich die Schräge hier reinsetze, das könnte ich dann schon anpassen, okay, aber wie mache ich das hier? Wie mache ich das schön? Turm basteln? Ja, nee, will ich eigentlich gar nicht. Ich würde das gern rüberziehen. Auch das weiter rausschieben, damit das hier bündig ist mit dem. Und das so weit hinterschieben, dass es bündig ist mit dem. Dann hätte ich hier mehr Abstand und könnte das dann als Förderturm irgendwie machen. Also das erstmal weiter hinterschieben. Das kriege ich dann schon hin. Moment. Brauche ich das Ganze nicht nochmal machen? Ja. Passt. So, jetzt theoretisch das hier runter. Fundament, diese da. Ja. Das bis da. Passt fast. Machen wir das so. Dann hatte ich das aber. Ja. Machen wir dahin. Ja.
So, dann habe ich das angepasst. Jetzt müsste ich nur noch das nach hinten. Vielleicht haben wir ja zufällig Glück, dass es genau nicht passt. Ja, genau, das Glück haben wir. Nicht weiter schlimm. Aber nee, ich hab's ja ganz einfach. Was soll das so machen? Ja. So. Kann ich das nämlich gesondert betrachten? Ja, das ist eine abgeschlossene Sache. Und mache ich gleich noch. Fertig. So, genau. Ja. Da. So, geht doch.
Gebäude. Ach Quatsch, Materialien. Da, da. Strom irgendwie da runterbringen und das noch irgendwie einbinden. Haben wir noch eine Designidee? Ich mache das mit denen da. Das ist nicht gut. Könnte auch eventuell das doch auch hier hinten lang legen. Da rein. Nee, das geht nicht. Da ist die Kurve zu eng. Nicht, so nicht. Nee, dann lassen wir das. Daneben machen. Wenn ich das annehmen würde, so wie ich es auf einer anderen Map auch schon gemacht habe. Oder kleine Abstände oder größer. Also mal Halbabstände. Ne, wie wird das unten ausgehen? Ups. Na, hier wird es gerade gehen. Na gut, es flackert nicht, dann ist gut. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Oder? Ja, doch. Das würde auch gehen. Ah, da flimmert es hier. Müsste ich es ein bisschen tiefer setzen. Das würde auch hier noch gehen. Dass das dann quasi da sitzt. Ja.
Das geht. Auch das. Dann haben wir das noch ein bisschen Hand und Fuß hätte. Nee, warte mal, was habe ich denn da mehr gedacht? Na gut, ist aber nicht schlimm. Eigentlich ging es ja hier drum. So nicht. So. Das geht natürlich nicht hier so. Ne? Do I love the touch we never
Das geht auch nicht. Dann will ich das hier anders gestalten. Außen dran vorbei wäre eine Möglichkeit. Würde mir aber nicht so recht gefallen. Hier quer durch, ja, das geht natürlich nicht. Oder ich tue es auch weiter, wie hier, noch weiter raussetzen. Wäre es ringsum gleich. Müssen wir das natürlich auch noch mal ein bisschen versetzen. Odin 23, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. So. Dann eben so. Danke, danke. So. Dann wird das was, ne? Dann haben wir es hier ordentlich. Hier müssen wir mal gucken, ob wir da noch was. Na, schauen wir mal. Oben muss ich dann noch ändern. No. Das ist ja kein Problem. Kriegen wir ja hin. Dann machen wir das da. Da. Und komm, da, dahin. Dann kommt die halt wieder weg. Und das. Und das. Standard. Ja. Ja. So, simples Design, nicht besonders aufregend. Jawohl, gönn dir erstmal einen Kaffee, Odin. Hopp, hopp, rinn in Köp. Zack, zack, zack. Seit 5 Minuten wach und dann ausgerechnet bei mir. Kann ich das irgendwie wieder gut machen? So, hier ist kein Problem, ne? Aber hier. Hier geht es natürlich nicht.
Ja, ich will noch was von dir wissen. Ah ja, na dann. Stell noch mal die Frage. Ich weiß, gestern ging es da um die Kurven, ne? War das da? Ja, ne? Ich würde sagen, für die Kurven gehen wir dann vielleicht am besten mal auf die Map drauf. Ich habe jetzt mal noch eine Idee für hier. Aber ich glaube, da wird wohl... Moment, da kommt mir gerade erstmal was anderes. In den Sinn. Na? Könnt ihr erstmal noch gucken, ob das noch eine Verschönerung bringt. Also zumindest nicht in der Farbe. Problem, mir gefällt eigentlich beides. Ich finde das nicht schlecht, ich finde es aber auch einfach nur so nicht schlecht. Eventuell ein Zickzack. Ja, ich denke, Zickzack passt nicht zur gesamten Location. Meinst du so als Diagonalen? Könnt ihr ja mal probieren. Könnt ihr mal ein bisschen experimentieren, ne? Über zwei Kästen, ja, die zwei, die zwei, die zwei. Nochmal. Nochmal noch einfärben, damit es... ist natürlich hier schlecht, ne? Warte mal. Gleich. Ne, das wird nicht gehen. Das wird reinglitschen. Ja, ja. Macht auch mit denen keinen Sinn, weil ich die Hund dann auch nicht nehmen kann. Ich müsste höchstens... Wer pinkt mich hier an? Kupia, hast du was geschrieben? Container wieder leer. Ja, das war's nicht. Wenn ich das so gemacht hätte... Das würde gehen. Das glitscht nicht rein. Gut, das können wir leider nicht bis ganz unten durchziehen. Also muss das wegfallen. Hier oben könnte ich aber die Schräge auch nicht machen. Wäre aber nicht so schlimm. Und wenn ich das gerade machen würde, und ich müsste das ja dann logischerweise oben auslassen, da kommt mal ein Standard, ja, sonst geht das ja auch wieder durch. Halt mal noch einfärben, ja. Dann gucken wir mal von etwas weiter weg. Ich habe das doch gerade eingefärbt. Und da habe ich wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit daneben geklickt. So, so jetzt nochmal. Ich hatte dich. Wo ist der? Da machen wir das.
Machen wir es einfach nochmal neu. So. Was ist mit Musik hier? Musik ist Allee, deshalb, okay. Also ich würde das gerade lassen. Ich würde das so hier machen. Löschen kann ich es immer wieder. Vielen, vielen Dank für deinen Follow, Chris 199710. Vielen, vielen Dank. So, Dolle. Wo haben wir es da? Ich habe ein Förderband eingefärbt. Welches habe ich denn da jetzt eingefärbt? Ich hab's übersehen, ganz gekonnt. Okay, doch, jetzt hast du alles. Okay, alles klar. Ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, wenn ich das hier jetzt auch so mache. Und ich das wieder einfinde. So. Hätten wir ja das Problem mit dem noch mehr. Obwohl, so schlimm. Der Barter! Ein wunderschönen Hallo wünsche ich. Willkommen! So, schlimm finde ich das eigentlich nicht, aber vielleicht kann ich es ja noch schlimmer machen. Geht mit dem wieder nicht. Ja, ich hätte gedacht, ich könnte das so ein bisschen auf die Art. Aber erstens glitscht das rein, zweitens sieht das nicht schön. Ich lasse es, denke ich, weg. Könnten aber noch einen Deckel drauf machen. Den würde ich noch ein bisschen versenken drin, den Deckel. Ja. 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 Flachdach. Genau, Flachdach. Hier flimmert's, ne? Das ist nicht schön, aber dafür sieht uns die anderen Seiten nicht so. Naja, na gut. Flachdach. Etwas versetzt nach innen. Genau. So wie es gerne hätte. Nee, so nicht. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Ich will das ein bisschen nach innen. Ist das die Mitte hier? Nein, ist es nicht. Hier haben wir die Mitte. Genau. Und da. Jetzt will ich das einen halben Meter nach unten gesetzt haben. Ah, jetzt habe ich es falsch eingesetzt. Na gut, das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt dünnlich, ne? Machen wir einfach so runter zu. Vertikal.
auslöschen. Ist weg. Dann haben wir es so, genauso wie es wollte. Ja. Spitzchen gesetzt. Ja, könnte man machen. Nein, ohne. Bleibt so. So, dann haben wir die Ecke. Bis auf das hier. Erledigt. Nur mal gucken. Mit ganz viel Glück. Aber ich glaube nicht. Hätte das. Nee, hätte nicht. Nein. Das ist ein bisschen versetzt. Na gut. Ist ja nicht schlimm. Man könnte ja das hier nehmen. Aber da müsste ich das mit dem Strom anders machen. Ist aber nicht schlimm, ich könnte ja den Strom dann hier. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. But all I hear is your voice. Mach das dreimal. Einmal da, einmal hier, einmal da. So, dann müssen wir den Strom noch herbringen. Den stopfen wir da rein. Und dann... sagen... am besten hier raus und dann hier dahin. Und dann noch auf... das da. Logistik. Nicht dieses da. Ich will jetzt dahin. Na? Da und da rein. Oh, der noch anders.
Ach, da wird es nicht. Erstmal provisorisch das hier, damit es hinten weitergeht. Genau. Jetzt ziehen wir das erstmal hier hin. Höher. A little bit. Schnell halten. Ach, ich hab's doch hier. Ich vergesse es immer wieder. Willkommen zurück, Odin. Zack. Axel, auch dir einen wunderschönen Morgen. Oh, vielen, vielen Dank für deine Bits, Odin. Herzlichen Dank. So, pass auf. Dann klemmert das da hin. Ich will das ja nicht sehen. So, dann brauche ich nämlich nur... erstmal hier oben wieder. Na, na, nein, 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 jetzt. Hä? Muss ich das gleich daran machen, aber das kriegen wir hin. Kann ich das anvisieren? Natürlich nicht. Dann so. Hätte ich gleich machen sollen. Oh. Und so. Das hier drüben. Lass mich bitte. Ja. Ja, gut, dann wenn du halt unbedingt willst. Nee, Quatsch, da. We'll be right back.
Ja. Gehst du runter? Böse, böse. Raus. So. Gut, jetzt muss ich das noch. Da könnte ich das ja vielleicht so machen, wie es da hinten zuerst gedacht hatte, ne? Und da hier drauf. Aber wenn ich dann hier drauf bin, müsste ich ja rüber. Wir müssen da hin, hier, ne? Genau, dann hat man das um einen halben Meter versetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Sowohl in der Höhe. Ne, in der Höhe hat es hinten zufällig gepasst. Dann müsste ich hier. Warte mal, vielleicht brauche ich ja bloß in der Höhe dann. Ah, das ist genauso, ne? Naja, gut, dann müssten wir hier dazwischen. Also einen halben Meter nach hinten. Oder nach vorne, ist egal. Und einen halben Meter runter. Machen wir erstmal den halben Meter nach hinten. Hier sitzen. Ich muss das noch einen halben Meter runter. Jetzt muss ich nur noch snappen. Oh, will er jetzt nicht hier? Hinten ging es besser, ne? Das ist natürlich blöd. Brauche ich ein kleines bisschen höher. Das kriege ich auch hin. Was ist, wenn dein Mann eben nochmal weg machst? Nein, nein, nein. Bisschen höher, ne, muss ich. Könnte reichen. Könnte schon reichen. Ich weiß schon, was du meinst. Meiner weg, hinsetzen und dann nochmal hin. So. Ziemlich frickelig, ne? Aber es geht. Moment, das werde ich doch, denke ich mal, brauchen.
Ja. Aber das kann nicht. Da will man nicht. Komm ich da jetzt nicht? Moment. 6 Meter. 6 Meter. Muss ich den einen halben Meter wieder höher bringen, ne? Ne, Quatsch. Kommt ja Dingens drauf und dann ist es. Also mal absolut Hut ab vor deinen ganzen Gebühren, die sind der Hammer. Dankeschön. Aber ich sag immer wieder, das kann jeder bauen. Brauchst nur Geduld. Das ist zugegeben nicht immer leicht. Ne? Auch mir fällt es nicht immer leicht. So, zack, zack. Schön fände ich halt noch, wenn man die Dinger noch einfärben könnte. So. Oder mache ich die Schwarz-Weiß-Kohle ist? Nehmen wir mal das hier. Ja, das passt eigentlich ganz gut, ne? Ja, dann kommt auch das nicht schlecht hier. Das passt dann zu dem ganz gut. So, jetzt muss bloß noch hier unten rankommen, müsste ich noch. Na, hier, zack. In die Hocke. Will er nicht. Hm. Ist nicht schlimm. Dann halt so, ne? Da müsste ich bloß noch hier ran. Geh doch mal weg. Du stehst immer im Weg rum. So. Nein. Nochmal. Hier. Nach da. Der weg. Und da noch. Da. So, geht doch. Wieder zu. Und das kann weg. Haben wir es jetzt? Haben wir jetzt. Jetzt müsste ich. Und erstmal provisorisch hier rangehen. Dann kann ich nämlich den weglöschen. So. Und wenn ich da jetzt keinen Fehler. Na, jetzt löschen wir gleich alles weg hier. Und das noch. Und den mal noch. Und den. Und den. Und eigentlich auch den. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe,
haben wir Strom dahin. Gut. Habe ich kein Kabel vergessen. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich nur noch Strom von da dahin bringen. Und dann machen wir halt den gleichen Aufwand wie hier. Vielleicht passt es auch besser. Kann ja sein, zufällig. Schupp, nochmal zurück. Aber ich denke fast nicht. Halt hier. Also, warte, Moment. Ja, hier. Einfach mal dahin. Und dann wird das nicht passen. Ja, haben wir Glück. Das ist schön. Die Frage ist, muss ich da auch wieder einen halben Meter zurück? Ach ne, das passt besser, ne? Da passt gleich. Also brauche ich nur einen halben Meter runter. Das ist ja fast zu leicht. Ja, pass auf. Arsch I. Zack. Halben Meter runter. Ja. Mal weg. Ja. Jetzt müsste es nur noch schnaggeln. Da könnten wir aber Glück haben, dass es nicht geht. Da pinkt wieder einer. Habe ich was verpasst? Das ist schön gegeben, nee. Wer hat denn da gepinkt jetzt? Bebo? Gary? Jessie. Jessie. So, nochmal. Nochmal. Ah. Will er auch wieder nicht, ne? Na gut, dann gehen wir wieder ganz, ganz kleines bisschen höher. Kleines bisschen runter noch, ne? Ja, könnte reichen. Ach, Strom. Ja, guck da. Sehr schön. So, wie viele Meter waren das jetzt? Auch wieder 6 Stück. 6 Meter. Okay. Ja. 6 Meter. Dahin. Darunter. So, wenn ich das hier fertig habe, Odin, dann zeige ich dir das mit den Kurven. Es gibt zwei Methoden mit den Kurven. Kann ich auch vorneweg schon mal nehmen. Es gibt zwei Methoden. Die zweite Methode hat sich mittlerweile geändert. Früher gab es schon immer zwei Methoden. Aber die andere... Also eigentlich gibt es drei Methoden, wenn man es genau nimmt, aber die ist bescheiden. So, die dritte lasse ich gleich weg, weil das ist blöd. Gibt es zwei bessere Methoden. So, die eine Methode wäre, das über die interaktive Map zu machen. Das wäre die Methode, die am, ja, ich würde mal sagen, fast am schneller geht als die andere Methode. Nachteil ist, dann muss man ständig irgendwas speichern und die Karte neu laden, um zu gucken, ob das denn dann so geworden ist, wie man es denn gerne hätte. Runde Don, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Und die andere Methode, die zeige ich. Das ist, denke ich, die Methode, wo man am ehesten das Ergebnis sieht. Aber sie dauert auch ziemlich. Also ist nicht ganz ohne Fleiß, ne? Die zeige ich dann aber auf der anderen Karte. So, die interaktive Map wäre die Möglichkeit, über die... Möglichkeit, wo man auch
Kreise bauen kann und so weiter. Das wäre die Möglichkeit, dann halt nicht Kreise, sondern Straßen, die man dann auch gebogen machen kann über Radiusangabe oder Prozente, besser gesagt. Aber wie gesagt, wenn du das in einem Gelände machst, wo du verschiedene Höhen hast, müsstest du dann immer speichern, den Safe runterladen und deine Karte wieder laden, also den runtergeladenen Speicherstand in deinen Safe-Ordner, dann das Spiel laden, gucken, ob das nicht in irgendeinen Felsen rein geglitscht ist, wo du dann ja gar nicht durch kannst oder so. Das macht es dann relativ umständlich, aber damit kann man die Kurven wiederum relativ schnell fertigstellen. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sollte ich überall Strom haben. So, da haben wir Strom und da haben wir Strom, das passt schon mal. Da hinten sollte es immer noch Strom geben. Ja. Connecten tue ich ja, also habe ich da auch Strom. Ah, hier fehlt es noch. Ne, Quatsch, da fehlt es nicht. Doch, da fehlt's. Hier hinten haben wir keinen Strom. Genau. Da muss ich... Das hier ist ein Anzeigebug. Normalerweise liegt das im Sand. Das sieht man gar nicht. Beim nächsten Mal laden der Karte hier, würde das bestimmt wieder normal sein. Ne? Naja, die sind auch alle schnurgerade. Das ist ja gar nicht so. Die hängen ja normalerweise durch. Wenn ich das neu connecte, ja, haben wir ja bei den anderen schon gesehen, dann ist das wieder so, wie es eigentlich ist. So, jetzt muss ich von hier noch irgendwie dahin. Ich möchte das aber ganz gerne dem aus. Ich hoffe, dass das recht weit unten. Ja. Und dann bräuchte ich theoretisch. So. Ja. Nein, nicht von dem. Von dem hier hinten. Dahin. So, dann haben wir auch Strom. Ah ja, haben wir gerade den Bug. Ja. Klar, dass die geht's ja weg. Habe ich was gelernt? Jetzt haben wir auch Strom hinten. Jawohl. Ja gut. Also hier wieder zu. Und da. Da müsste ich ja hier hin, ne? Na, vorhin ging's doch. Ja. Jetzt haben wir doch alles. Alles weggelöscht, was weggelöscht werden sollte. Strom ist überall hingetüdelt. Also ist die Ecke doch eigentlich aufgeräumt. So, gut, dann gehen wir mal hier von der Karte. Warte, dann setze ich mich ab, sonst knallt es wieder. Wenn ich mich einlogge, falle ich wieder runter. Blub. So. Achso, wenn wir einmal hier sind, Odin hier vorne, weiß gar nicht. Warst du da schon da? Wo ich hier vorne war? Ne, da warst du noch nicht da, ne? Nochmal kurz das Gebäude, was ich hier auf der Gemeinschaftsmap für bei Kupia TV gebastelt habe, für die Magnetfeldgeneratoren Geschichte. Rechts oben ein paar fehlen noch, bin aber noch nicht ganz fertig. Ja, hab erstmal aufgeräumt, also von da hinten ist jetzt alles eigentlich fertig. Die Produktion hier drin ist fertig, es werden auch die Magnetfeldgeneratoren schon seit einiger Zeit produziert. Wir laufen erstmal hier rein. Provisorisch.
Wie haben wir denn mittlerweile schon wieder drin? 93, ja. Sollte, also kommende Woche dürfte das mit den Magnetfeldgeneratoren erledigt sein. Hier noch ein paar kosmetische Sachen. Also Rohre färben, vielleicht, weiß nicht, Treppe muss ich, also Aufgang irgendwie von der Ebene, dass man dann halt hier hinkommt und auch da hinkommt. Nur Zugang noch. Halt noch eine Tür reinmachen hier mittig, so wie es bei den anderen mehr oder weniger hab. So aufgeräumt ist hier. Die Außenfassade ist auch fertig. Das, was ich hier habe, muss ich dann halt hier noch machen. Und ansonsten habe ich hier noch viel aufzuräumen, das klar ist. Die Bänder hier noch ein bisschen organisieren. Das noch. Da hinten die Eisenmine, das kommt dann hier hin, wird dann mal hier abgeschröpft. Damit ich das dann alles hier schön ordentlich irgendwie über die Bühne bringen kann. Das Gebäude sieht nochmal sehr geil aus. Ja, Dankeschön, 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 Dankeschön. Wie gesagt, ich sag's immer wieder, das kann jeder. Das ist alles Vanilla, ne? Auf dem Multimap ja sowieso, ne? Servermap. Gehen da keine Mods. Also da ist nichts, was nicht jeder andere auch könnte. Mein kurzer Blick von vorn. Und auch da habe ich das mit den Kurven gemacht. Aber du wolltest dich da speziell wissen mit den Schienen, ne? Für die Züge. Weil die Kurven ist das eine Sache, aber die Schienen ist dann wieder eine andere Sache. So. Lassen wir uns mal fallen. So. Dann verabschieden wir uns erstmal von dieser Karte. Und gehen mal noch auf die nächste. So. Ja, zurück zum Hauptmenü. Bestätigen. Es wird ein Stückchen dauern, die zu laden. So, laden. Und zwar war das die. Die, was wir jetzt beim Chaos gesehen haben, das war die Karte. Und das dauert ein Stückchen. Weil die Hardware ist bei mir ein bisschen. Nicht auf dem neuesten Stand, ich meine, es reicht zum Spielen, aber irgendwann ist halt einfach mal die Grenze erreicht. Dann kann ich die Karten halt nicht mehr vernünftig spielen, wo es auf anderen Rechnern geht, ne? Auf neueren Rechnern mit dementsprechender Hardware laufen die halt deutlich besser oder perfekt. Hier halt nicht mehr. Es dreht und dreht. Dreht und dreht, mal sehen, wo ich überhaupt rauskomme, in welcher Ecke. Da kann ich vielleicht das nochmal, was ich gestern angedeutet hatte, mit den Züge beamen in die Wüste, vom Ölstrand in die Wüste. Mit, sieht, sag ich mal, es sieht ähnlich von einem Stargate-Tour aus, ne? Ein bisschen entfernt verwandt. Auch das ist keine Mod, das kann man, da muss man allerdings das über die interaktive Map machen. Das geht so im Spiel an sich nicht. Aber das, man muss keinen Mod installieren. Naja, komm. Achso, wie lange habe ich für das Gebäude gebraucht, für die Magnetfeldgeneratoren? Oh, wann habe ich damit angefangen? Wenn ich das jetzt wüsste. Ich würde jetzt mal sagen, ungefähr irgendwas zwischen 2 und 3 Wochen. Irgendwo dazwischen. 2,5 Wochen. 2 Wochen, 3 Tage, keine Ahnung. Irgendwie so in der Ecke müsste das eventuell sein. Ja, das geht. Das geht beim Chaos natürlich schneller. Ja, es zieht sich, es zieht sich.
Achso, ein Gebäude haben wir gestern noch vergessen, aber ist mir auch nicht eingefallen. Das war im Roten Wald die Olio-Produktion, was ich da noch hatte, die erste Olio-Produktion. Die haben wir gestern beim Chaos nicht gesehen. Vielleicht, je nachdem, wie spät es jetzt noch wird. Bis 12, eine halbe Stunde in etwa haben wir ja noch. Ob wir da vielleicht noch hinkommen, keine Ahnung. Aber da stellt euch schon mal drauf ein, es ruckelt ziemlich bei mir. Wegen FPS-Einbrüchen und so. Die Augen krabbeln. Blöder Heuschnupf. Ja. Stimmt, die hat er vergessen. War aber auch alles sehenswert. Ja, da habe ich gestern auch nicht mehr dran gedacht. Naja, ist. Bin auch schon die ganze Zeit, um eine neue Map anzufangen wegen dem neuen Update. Oh, ja, gut. Kann natürlich sein, dass bei dem neuen Update die ein oder andere Fabrik dann auch nicht mehr so schön ist, weil dann halt irgendwas reinpackt oder so, haben sie ja gesagt, ne? Dass an den ein oder anderen Ecken noch ein bisschen was geändert wird. Kann natürlich passieren. Kann auch mir passieren eventuell. So einen genauen Überblick habe ich darüber nicht. Naja, na komm, jetzt dauert es aber schon ganz schön lang. Obwohl die Karte war auch, also für meine Verhältnisse relativ groß, die hat über 16 Megabyte. Ja, manch einer wird darüber lachen, ha, kein Problem. Bei mir schon. Ja, jetzt ist es gleich. Und, na, komm. Ja, da sind wir. Ach, da bin ich hier. Okay, auf dem Weg in Sumpf. Wir sind in der Wüste. Okay, alles klar. Ich wollte aber ganz gern in zum Ölstrand. Ach, das ist ja optimal. Da. Ha, ha, ha. Genau, da kann man sie genau bei dem Punkt mit dem Beamen. So. Also ich nenne es mal Beamen oder Teleportieren oder wie auch immer. Müssen wir hier vorne hin. Ups. So. Weiß ich gar nicht, kann ich mal einen Zug bauen? Ja. Dann müssen wir das Gleis nehmen, das ist meines Wissens nicht belegt. Ja, das war das eine Gebäude, ne? Was im ersten Moment. Da oben. So, das hat man ja gestern mal gesehen. Bei der Map-Vorstellung. Und das wären die. Naja, entfernt angelehnt an. Stargate. So, da rein. Upp. Und dann kommt man am Ölstrand wieder raus. Mein praktisch hier beim Wasserfall geht's rein und zack, hier ist man dann draußen. Das, was daneben ist, ne, was dann hier daneben ist, das da, das ist dann hier in etwa, ne, da drüben. Da kommt man da raus. Da können wir schon mal fahren. Wenn man immer das so, das ist ein Update 4. Ja, ein Update 4 habe ich das gebaut, genau. Und jetzt, ich wollte das eigentlich mit diesem Update 5, wo dann Design-Elemente dann kamen, wollte ich die beiden Gebäude als Update 4 dann halt umdesignen mit Update 5 Elementen. Kam dann aber nicht dazu, weil halt, ne, man merkt, es ruckelt schon immer wieder mal und das wird dann auch nicht besser, sondern eher schlimmer. So, das war hier die Generatorengeschichte. Ja, aber wie gesagt, das mit dem Beamen, das ist keine Mod, das kann man nur über die interaktive Map. Kriegst du das hin, das so zu gestalten. Das spielt auch keine Rolle, das müsste auch mit den LKW-Linien funktionieren. Ich habe es aber bisher nur mit den Zügen gemacht.
Von daher mit LKW sage ich einfach mal, es funktioniert, aber ich weiß es nicht, weil ich es nicht selber ausprobiert habe. Aber es müsste, ist eigentlich das gleiche Prinzip. Schon mal Props damit gehabt? Nein. Nein. Keine Probleme. Das sind trotz 121 km/h, was die Lok fährt, kommt es ein sehr, sehr langsam vor. Ne? So ein bisschen zeigen mit den Ofen will ich halt das im Little Oil City machen. Ja, bei einem anderen Standort. Lammschock, hui! Lammschock, vielen, vielen Dank für dein Raid und herzlich willkommen, Raiders! Lammschock stürmt den Stream mit 17 Leuten. Wenn es euch nicht allzu sehr stört, ich bin auch nicht mehr allzu lange online, also bis 12 Uhr Mittag, bis Mittag in etwa. Ja, bis dahin, ja, sind wir mal kurz auf die andere Karte gehuscht, weil ich dem Odin 23 nochmal was erklären wollte, weil das halt im Chat erklären ist halt immer bescheiden, zeigen ist dann halt einfacher. Ja. Und hallo Minimal Nomad, oder hallö, genau. Ja, hier die Karte ist halt wegen von FPS, meine Hardware macht das halt nicht so gut mit wie bei anderen, deshalb streame ich die Karten ja nicht mehr, weil es halt bescheiden aussieht. Ne? Würde mir auch keinen Spaß machen, dann zuzugucken, wo es dann permanent hakt und dabei. Brummi-Treiber, hallöle zurück. Hier habe ich nochmal Alu-Bachen-Produktion, was dann mit Drohnen davor gefahren wird. Eigentlich kann man auch anhalten, so dass ich so raus und weg. Oh, habe ich überhaupt genügend shit. Na gut, vielleicht reicht es zum Demonstrieren. Werde ich gleich merken. Also, langgezogene Kurven. So. Lass mal. Ja. Also solche Kurven hier, ne, die so einen extrem großen Radius haben. Das Prinzip ist bei kleinen Kurven das gleiche. Ne, aber machen wir so. Ach nee, warte mal, das wird. Ich befürchte, das wird nicht gehen. Ja, wir werden es gleich merken. Folgendes. Der Radius entscheidet sich nach dem, wie viele Platten ich dazwischen, sagen wir, freilasse. Ne? Dann nehme ich mir einen gefärbten Träger in Freiform. Und jetzt wird es wahrscheinlich dann dran scheitern, dass ich nicht genügend. Ja. Na, dann machen wir das anders. Dann müssen wir doch nochmal, wenn das hier aufhört zu zippeln, welche holen. War ja klar, dass dann irgendwas fehlt. Ich bin immer da, wo niveauvolles Fernsehen ist. Dankeschön. Ja.
ist natürlich auch so, dass jetzt gerade kein Zug kommt, der in die Richtung fährt, wo wir hin müssen. Ne? Klar. Also beim Chaos ist die Karte deutlich besser gelaufen. Gab es nicht so viel Bilder, Standbilder. FPS sind halt gerade schlecht, ne? Also gibt auch Stellen, da ist es dann noch schlechter. Hier, ne? Keine Schranken, wo es sich beschwert hat gestern. Aber nur Rist, nur Fun, ne? Halt. Nicht mehr weit, das ist in dem Gebäude da. Da gibt es dann Steuerträger, die ich brauche. Naja, also mich nervt es schon, wenn ich ehrlich bin. Es ist halt auch die Karte halt nicht fertig. Ne? Also da, eigentlich kannst du ja ewig dran bauen. Ein Set ist. Ja. Ich brauche Dette. Dann nehme ich gleich mal noch was mit und dann theoretisch. Na, ja, ja, merkt's, ne? Scheiden. Nehme ich noch ein paar Stahlrohre. Die haben wir hier. So, jetzt haben wir alles. Ja. Dann nehmen wir dann den Standort gleich. Oh, das wäre aber schön mit Strom zum Fliegen. Nervt das? Ja, reicht das schon? Gerne. So. Zug. Ah, komm. Also wie viel Abstand man dazwischen lässt, ne, das richtet sich halt danach, wie langgezogen die Kurve sein soll, also wie groß der Rotus dann halt gewünscht wäre. So, gefärbter Träger in Freiform. Dann setze ich den immer, also immer mit 1 Meter Fundamenten baue ich das. Dann setze ich dann an der Außenecke an. Denken wir uns mal das Fundament hier weg. So. Dann anvisieren. So. Jetzt wäre ja das die genau die Ecke, es wäre also genau gerade. Ne? So, und jetzt gehe ich ein bisschen rüber, dass dann theoretisch das hier anschließen würde. Ja, wenn ich das also jetzt verlängere und jetzt hier ansetze, ja, müsst ihr sehen. Das braucht es aber nicht. Das kannst du eigentlich weglassen. So. Dann setze ich mir, gibt es auch wieder 2 Möglichkeiten, zeigt dann auch, welche es gibt. Das ist die eine, mir die und setze die hin. So, damit habe ich halt einen kleinen Winkel. Ganz minimal. Also je mehr Abstand ich dazwischen habe, umso größer ist der Radius, umso größer wäre theoretisch der Kreis. Aber damit kannst du keinen, auf die Art kannst du keinen Kreis bauen, es wird immer eine Schnecke werden. Also wenn du das immer weiter so bauen würdest, im gleichen Abstand, und kommst dann irgendwann rum, das wird kein Kreis, sondern Schneckenform. So, jetzt kannst du das auch im Abstand, wenn du halt einen kleineren Rotus haben möchtest, ja, Quatsch, ja, dann nimmst du halt weniger Abstand dazwischen. Ja, dann krieg ich da
und halt logischerweise auch einen anderen Winkel. Ja, setz es dahin. Dann habe ich halt einen stärkeren Winkel. Und somit halt einen kleineren Radius und so wird die Kurve halt steiler. So, jetzt hast du aber, wenn du das mit denen hier machst, das kommt immer drauf an, was du denn vorhast. Hast du hier eine Art, eine unsaubere Ecke, sag ich mal, ne? Wenn man das natürlich nicht haben möchte, man sieht das besser, wenn man, oder wenn das einen besonders sehr stört. Ja, da siehst du halt, ja gut, schlechtes Beispiel, aber hier erkennt man es. Ne? Diesen kleinen Versatz. So. Wenn es einen stört, kann man das so machen. Gibt aber noch eine andere Möglichkeit, da passt es dann perfekt. Ist ein bisschen aufwendiger. Das demonstriere ich mal ein neues Stück. Nochmal das. Nochmal zwei Abstand. So. Wenn ich das ganz dolle ordentlich haben möchte, dann mache ich das so. Ist ein bisschen, sieht kompliziert und verwirrend aus, aber das Ergebnis spricht für sich. Einmal. Dann nehme ich die halben Fundamente. Erstmal Zug raus. So. Hier hin. Dahin. Dahin. Das weglöschen. Das dahin. Ja. Dann habe ich den gleichen Winkel hier. Aber hier eine viel bessere Ecke. Wo ich nicht diesen Versatz habe. Ja. Das sieht jetzt perfekt. Je nachdem, was ich halt erreichen will. Also die andere Methode ist halt, geht ein bisschen schneller. Dass das aber so einen Versatz hat, liegt halt einfach an dem Ding. An der Straßensperre liegt das. Denn der Winkel vom gefärbten Träger bleibt ja der gleiche. Aber wenn du das halt benutzt, dann hast du diesen Versatz. Machst du das so, wie ich es gerade gezeigt habe, hast du diesen Versatz nicht. Es ist halt die Frage, will ich denn jetzt nur eine Kurve bauen, wo ich dann halt die Schienen auflege und lösche das wieder weg, dann brauche ich die Methode, was ich gerade gezeigt habe, ja nicht machen. Weil das ist ja der Aufwand zu groß, dann kann ich das machen. Das kommt ja eh wieder weg, ne? Dann spielt es keine Rolle. So, und wenn ich... Natürlich, jetzt ging es den Odin natürlich um die Schienen. Da müsste ich mal ein bisschen mehr legen. Ups, dass man da schöne Kurven hinkriegt, dass das nicht so hakelig aussieht. Dann machen wir es da damit, weil das spielt da keine Rolle. Ja, zack, zack, zack. Muss man schon mal ein bisschen was legen, ne? Nee. So, hier. Braucht schon ein paar Fundamente mehr, sonst kann man dann schlecht zeigen. Natürlich auch das noch mehr variieren. Du nimmst zwar immer den gleichen Abstand, aber gehst halt nicht hier hin, gehst halt hier hin. Dann wird es halt noch steiler. Oder hier, oder da, oder dort, oder da. Ne? Also das kannst du dann, je nachdem, was du von der Kurve haben möchtest,
um einen Berg drumherum oder was auch immer, kannst du das immer wieder variieren. Der Vorteil halt davon ist, du siehst halt sofort, wenn du davon weiter guckst, ja, komme ich denn mit dieser Rundung, komme ich da hin oder muss ich einen anderen Radius nehmen? Das siehst du über die interaktive Map dann natürlich nicht. Ja, deshalb müsstest du immer wieder speichern, laden, gucken, ach nee, passt doch nicht, wieder zurück. Interaktive Map wieder laden, wieder zurück, nochmal speichern und hin, also das... Dann macht es das mit, halt, mit dem natürlich ein bisschen einfacher. Obwohl es halt auch, ne, zugegeben, es ist halt nicht schnell gemacht. Aber du kriegst damit halt viel kleinere Winkel hin oder Rädchen, als wenn du das über die Methode halt, ne, mit dem Drehen machst. Ja, hast halt immer 5 Grad. Und mit der Methode kann ich alles an Grad, was ich haben möchte. So, Schienen. Hätte es hier gegeben. Da. So. Ja, dann muss man ein Stückchen gerade legen. Ja. Jetzt kann man das immer so machen. Ja. Ja. Macht man dann halt immer 2 oder so. Licht. Ja, passt nicht immer ganz genau. Ne? Jetzt sieht das halt ziemlich irgendwie abgehackt aus, ne? So, wie soll ich sagen, halt nicht harmonische, keine harmonische Rundung. Also gefällt mir zumindest nicht, ne? Also ist Ansichtssache. Ich mache das dann natürlich, wenn ich das recht harmonisch haben möchte, mache ich das meistens über 6 Fundamentlängen. Also Mitte, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann nehme ich mal das erstmal hier weg und das raus, damit ich die Rundung nicht verliere. Dann mache ich ein gerades Stück. Setze das dann hier an. Mache dann die Kurve. Dann kriege ich eine viel schönere harmonische Kurve hin. Und der Zug, wenn der fährt in der Kurve, macht er dann nicht immer so hier, weil er dann immer ein Stück geradeaus fährt und so, sondern der fährt dann wirklich die Kurve sehr schön, ne, mit. Man kann das auch mit größeren Abständen machen. Ich habe mich halt immer auf 6 Fundamente dann eingespielt, sag ich mal so. Dann mache ich das wieder weg. Ist das wieder hin. Würde dann wieder 6 Fundamente abzählen, ne, und würde dann wieder weitergehen. Und dann wieder von da zu der nächsten Sache verbinden. Und damit kriegst du halt schöne harmonische Kurvenführungen hin bei den Schienen. Also erklären ist halt bescheiden, zeigen ist da halt einfacher. Ne? Oh, jetzt wird's Nacht. Jetzt hält's die FPS natürlich noch schlechter. Ja, ne? Das Stadtor-Gebäude, hier das halt angelehnt an, das, an den Stadtor. Ja, kann ich das ja alles wieder wegrechnen. Jetzt gucken wir nochmal schnell. Eigentlich ist die Zeit schon fast rum. Nochmal zu dem Aluwerk im Roten Wald. Schnell. Schnell geht nicht. Aber vielleicht haben wir Glück, dass ein Zug hier oben kommt. Rechtzeitig. Mitfahren könnten. Schon zu spät. Schade. Schade, sehr schade. Doch ich darf dich für Hilfestellung nochmal einschreiben. Ja, kannst du gerne machen. Aber wie gesagt, mit Erklären ist halt immer... Zeigen ist dann halt deutlich besser. Ne? Den haben wir günstig verpasst. Na gut, so weit ist es auch wieder nicht. Ja, macht es wenig seltsam, ne? So,
Da sehen wir dann auch gleich noch den Peterbahnhof. Den haben wir gestern auch nicht gesehen, ne? Stimmt, das fällt mir gerade ein. Naja, dadurch ich schon so viele Karten habe, merke ich mir halt nicht immer alles genau. Aber mir fällt es dann mit der Zeit schon wieder ein. Der Peterbahnhof, genau. Ein Peterchen. Da oben guckt sie, die Alu-Produktion. Die erste. Die andere war ja da hinten. Ja. Das zieht sich wohl doch noch ein bisschen. Und hier habe ich das noch nach dem alten Prinzip gemacht. Das hat mir halt nicht mehr gefallen. Dann habe ich das hier mit den... Hier sieht man es am besten, ne? Den Unterschied. Eine Kuchenführung. Ja? Das ist ja der gleiche Winkel, der gleiche Radius. Ja? Das halt in kürzeren Stücken, das sieht halt dann bescheiden aus. In den längeren Abschnitten deutlich besser. Ja? Merkst du auch beim Zugfahren dann, dass das halt viel angenehmer fährt. Also im Verhalten im Zug, ja, da eiert dann nicht immer so hin und her. So, hier hüpf. So, da oben müssen wir hin. Habe ich da einen Hypertube? Ja, genau, hier ist der Bahnhof. Da habe ich auch schon mal angefangen mit Update 5. Design-Elementen, aber naja, dann hat es halt aufgehört. Unten ist noch im ähnlichen Design, aber das halt als polygonal und das dann im Rundbau. Mich wundert, warum haben denn die rotes Licht? Wie kommt denn das? Vorne. Ach so. Aha. Ups. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Vorne ist hell, vorne, wenn man in die Richtung fährt, ist es weißes Licht und helles und hinten ist dann rotes. Alles klar. Licht ausmachen, vielleicht hilft das ein bisschen. Ja, wahrscheinlich nicht. So, gehüpft. Ausgespuckt. Oh, jetzt Ruderwald. Ja, Ruderwald ist ganz besonders schlimm eigentlich bei mir. Kann ich mal sagen, genau warum, weil Bäume gibt es ja woanders auch. Aber naja. Gut, ich kann schweben, das ist schön. So, da unten meiner wieder eingehaust, ne? Aber das habe ich nicht überall gemacht. An vielen Ecken, ja. Genau, das ist die erste Alu-Produktion. Da habe ich praktisch wie zwei Halbkreise. Kommt noch ein bisschen Strom irgendwie. Ja, genau, ne? Hier haben wir einen Kreis, einen Halbkreis. Bis dahin. Und da haben wir einen Halbkreis. Die habe ich dann halt halb versetzt und habe dann die Maschine da reingebastelt. Dann halt die Wasserversorgung. Das ist eigentlich übrig, das kann eigentlich weg. Das brauche ich nicht mehr. Voilà. Und das auch nicht mehr. Ne, das würde ich ja woanders jetzt her. Oben habe ich noch einen. Stimmt, habe ich ja noch einen Hub, einen Drohnenhub. Habe ich da angefangen. Ja gut, das macht jetzt. Nee, oh, ich dachte, das macht jetzt auch. So, hier die Mistbüsche, die kann man ja nicht fällen. Ne? Gehen ja nicht weg. Leider. Vielleicht ist das dann mit dem Update, mit dem neuen Update 8. Ne, kann man nicht. Geht nicht. Geht nicht weg.
Aber ich hoffe, dass sie dann im neuen Update wechseln. Und hier geht es dann in die Logistik-Abteilung. Ja, wenig spektakulär. Nur, dass die Bänder halt laufen. Ich würde eigentlich hier hoch. Und dann darüber. Genau. Ja, das war als Drohnenhub gedacht, dass dann die Sachen dort oben angeliefert werden mit Drohnen. Und von dort aus wird es dann halt auf die Map gebracht, wo es dann hin soll. Und wie gestern schon gesagt, also wenn es jemanden interessiert oder halt das hier angucken möchte ohne FPS-Einbrüche, weil er einen besseren Rechner hat, kann sich das gerne runterladen auf dem Discord bei mir, wie andere Karten auch. Ich habe da nicht alle Karten drauf, aber ein paar. Und nicht jede Karte ist auch so groß. Ich wollte eigentlich hier hoch, genau. Na komm, schnackelt's, ja. So, das wäre dann der Drohnenhub gewesen. Er liegt halt ziemlich zentral, ne, von der Map. Nicht ganz, aber relativ. Ja. Und man halt mehr oder weniger eigentlich überall hin. Genau. Aber hat noch einen schönen Ausblick auf die anderen Ecken. Ja, Wüste, Sumpf, Seestrand. Sumpf leider nicht. Also, ja, schlecht als recht, aber naja. 5 Jahre dann hier. Die Richtung. Autosave. Oh, shit. Na, da braucht auch ein bisschen länger. Aber ich glaube, man versteht, ne, warum ich die Karten nicht weiterspiele, weil es halt einfach nicht schön zu spielen geht. Das ist ja auch nicht besser, viel, also nicht sehr viel besser, wenn ich das nicht streame. Also wenn mein Rechner weniger zu tun hat, ist es trotzdem ziemlich hakelig. Und daher ist es halt, wie es ist. Deswegen hoffe ich auf Update 8, dass ich dann auch mit meiner Möhre den ein oder anderen Spielstand weiterspielen kann. Und ja, das ist natürlich den vielen Lichtern und Bildern, Schildern geschuldet und auch den recht viel verbauten einzelnen Stücken, aber mein Gott, das soll doch nicht gescheit aussehen. Also brauche ich es ja nicht spielen. Ja. Genau, das war eigentlich. Ich kenne es auch mit so großen Karten, bei mir ist es nicht anders. Ja, na, aber es gibt halt auch einige, wo es die Karten halt gut laufen, ne? Bei mir halt eben nicht. So, und da habe ich hier alle Bauxitminen, die es gibt in dem Gürtel hier, erschlossen. Ne? In dem Bereich hier sind ja die ganzen Bauxitminen und die werden dann halt hierher gebracht und werden dann weiter zu Alu verwurstelt, was wir ja gestern mal gesehen haben bei der Webvorstellung. Ja. Das war's. Habt ihr noch einen Vorschlag für einen Raid? Dann bitte rein in den Chat. Und dann machen wir dahin. Das geht auch ein bisschen schneller. Ja, so lange schwebe ich halt noch rum, bis der ein oder andere Vorschlag kommt. Ansonsten gucke ich halt. Kommt vielleicht Zug? Natürlich nicht. Ist immer so. Wenn man einen braucht, kommt keiner. Na gut. Kennt uns. Hier vielleicht mal reinsetzen, ein bisschen mitfahren. Keine Vorschläge für einen Raid. Ja, dann muss ich die Entscheidung wieder treffen. Dann kann ich es auf niemanden schieben.
Hammer, ich hocke hier mit offener Fresslüge und staune vor mich hin. Danke, danke, danke für das Lob. Ach, ich weiß, wo wir hingehen. Wir gehen zum Bebo. Ganz genau, wir gehen zum Bebo. Schließlich... Nee, Moment. Ganz was anderes. Chaos hat doch letztens eine Satisfactory Spielerin geratet. Da würde ich auch hingehen. Die baut auch wunderbar. Sehr sehenswert. Ne? Nicht wundern, dass da niemand spricht im Chat. Die Streamerin ist stumm. Aber die Gebäude, absolute Sahne, was sie da baut, muss ich sagen, sehr, sehr schön. Sieht man sehr selten, dass die weiblichen Satisfactory Fans streamen. Das ist nicht so häufig, ne? Finde ich. Also ich dürfte gerne viel mehr Streamerinnen geben von Satisfactory. Ja, da würde ich dahin gehen. Und ja, dann würde ich mich schon mal bedanken bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Danke für die Follows, für die Bits, den Raid und so weiter und so fort, fürs Dasein. Danke an die Lurker, an die VOD-Gucker später und so weiter und so fort. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die nächste Woche. Bleibt gesund, wenn nicht, werdet gesund. Ja, wir sehen uns nochmal bei Silent Thorax. Wie gesagt, sehr, sehr schöne Gebäude. Gibt sich sehr viel Mühe. Ich spiele noch nicht so sehr lange, wie ich das mitbekommen habe. Und es sind über 200 Stunden, würde ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber alle Achtung. Da steckt sehr viel Liebe drin, was da gebaut wird. Ja, lasst da mal ein Follow da. Und bis dahin, ciao.